Willkommen, Christine. Hallo. Hallo, schön, dass du dich bereit erklärt hast für unsere Sommerinterviews, wo wir hatten ja im April schon mal ein paar Interviews, wo es so um bestimmte Felder aus der Psychomotorik ging, Lernen, Bildung. Und jetzt soll es nochmal um die ganzen Arbeitsbereiche gehen. Was macht Psychomotorik in Zeiten von Corona ganz konkret? Und du hast dich dazu bereit erklärt. Christine Stark-Pfirsich, du leitest eine Kindertagesstätte in Zornheim, das Haus der Entdecker, und bist so mit Leib und Seele Psychomotorikerin. Ja, wie ist denn die Psychomotorik in eurem Haus auch ohne Corona verankert? Also bei uns ist ganz klar, Bewegung ist das A und O, deswegen sind wir auch Bewegungskindergarten. Wir haben unser Außengelände vor 3 Jahren umgestaltet, gerade auch im Zuge dessen, weil wir gesagt haben, es muss bewegungsfreundlicher und auch mit mehr Möglichkeiten für Kinder einfach angereichert werden und haben das damals mit dem Verein Naturspur extra umgesetzt. Und das war super, kann ich jedem nur empfehlen. Das nächste ist, wir haben auch unsere Räume immer mal wieder überprüft oder sind auch immer noch dran, auch mit den Kindern, dass regelmäßig umgeräumt wird, dass sie auch sehr bewegungsfreundlich sind. Wir haben wenig Stühle oder Tische drin, sondern viel Raum, wo man einfach Platz hat, sich bewegen kann. Man darf bei uns im Haus mit Fahrzeugen fahren. Wir haben eine Schaukel. Wir haben einen eigenen Bewegungsraum extra, wo ganz viele Matten sind, wo man Bewegungsbaustellen aufbauen kann, damit wir genau diese Möglichkeiten auch haben. Ja? Oder wir haben zwei ganz tolle Hausmeister, die dann auch, wenn wir sagen, oh, wir bräuchten noch irgendeine Klettermöglichkeit vom Waschbecken, damit auch die Jüngsten sich die Hände waschen können. Du, dann baut er uns was und dann können wir direkt loslegen. Ja? Also es ist einfach Gold wert. Das klingt nach, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich komme ins Haus und alles wuselt. Ja. Also es ist Bewegung bei uns drin und auch eine Dynamik, aber trotzdem haben wir auch Ruhemöglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel bei uns so Ecken wie unter der Treppe oder auch in der Kuschelecke, wo die Kinder sich das dann auch gemütlich gemacht haben, dass sie sich zurückziehen können. Safe Place ist ein Riesenthema bei uns, weil auch die Kollegen einfach wissen, was es bedeutet. Selbst wir Erwachsenen haben das. Bei uns ist das nicht unbedingt ein Sitzplatz oder ein Raum, sondern wir haben festgestellt, Kollegen teilweise brauchen ihre Lieblingsplätze im Team oder ich zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, habe ich immer einen Stift in der Hand. Das sind so unsere Safe Place, die wir verankert haben und die auch die Kollegen schon wahrgenommen haben bei dem anderen. Und ich glaube, dadurch merkst du, dass es sehr ganzheitlich bei uns einfach ist. Von Ruhe bis hin zur Anspannung und Spannung haben wir eigentlich alles im Haus, was wir bedienen. Genau. Und was jetzt auch in meiner Fantasie aufkommt, das gibt ja überhaupt keine Struktur für die Kinder. Also das ist ja das schöne Vorteil, was ja ganz viele Menschen so sagen, wenn es heißt, oh mein Gott, offene Arbeit. Ich kann es ganz klar widerlegen. Ich bin auch immer vorsichtig und sage, offene Arbeit ist nicht gleich offene Arbeit, muss man dazu sagen. Bei uns ist es wirklich so, wir haben morgens zum Ankommen hast du ein Infobuch, wo alle Informationen drin stehen. Wir haben einen Empfang, der alle Informationen von den Eltern aufnimmt, wo man als Kollege nachhaken kann. Was sehr, sehr gut bei uns im Haus funktioniert, ist die stille Post von den Kindern, wenn ein Angebot oben stattfindet. 10 Minuten später wissen das eigentlich alle und dann kann man entscheiden, ob man daran teilnehmen möchte oder nicht. Wir haben trotzdem auch einen Wochenplan, also sprich, montags ist bei uns Singkreis, wo die Kinder eingeladen werden, die kennen das über ein Zeichen und dann nehmen sie daran teil. Dienstags trifft sich die Vorschulgruppe, da geht dann ein großer Zug von den Großen durchs Haus, die dann jedes Jahr ihren Namen rufen und sich dann treffen. Also wir haben unheimlich viel Struktur. Und ich glaube, die Kunst in der offenen Arbeit ist, du musst dich mit mehr Menschen abstimmen und viel transparenter untereinander arbeiten, als wenn du das in einer Gruppe tust. Da machst du das mit deinem 1:1. Und bei uns ist Teamsitzung jeden Mittwoch echt 2 Stunden sehr thematisch gut gefüllt, weil wir einfach uns alle austauschen müssen und auch gucken müssen, wo fährt unser Zug Kindergarten weiterhin. Klingt ja auch nach einem psychomotorischen Prinzip, ne? Der Psychomotorik wird ja auch oft unterstellt, sie sei so beliebig, ne? Und auch da ist ja ganz viel Struktur und Containment, damit diese Bedürfnisorientierung, so klingt das ja auch im offenen Konzept, die Bedürfnisorientierung und die individuelle Lernidee der Einzelnen da auch Platz findet. Genau. Und was du auch merkst, ist, wir sind unheimlich prozessorientiert. Also sobald was mit den Kindern kommt, haben wir halt hier den Luxus oder den Vorteil in der Arbeit, du kannst es aufgreifen. Und das Schöne ist, es bleibt dann vielleicht nicht nur oben in dem Kreativbereich, sondern ruckzuck ist das Thema auch im Bauraum angekommen und es wird da weiter bearbeitet und bekommt eine neue Dynamik. Oder die Kinder erzählen später in der Mensa, du hör mal, das und das haben wir heute gemacht.
Wir haben das Thema Bauernhof gehabt und die Kollegin greift da auf und stellt auf einmal selber Butter oder Milch, also Käse her. Du merkst einfach, so Themen leben halt bei uns dann im Haus in verschiedenen Bereichen und können nochmal ganz neu beleuchtet werden. Ja, dazu, dann wären wir ja schon fast bei den psychomotorischen Prinzipien. Es klingt so, als dürften die Kinder das alles freiwillig machen. Ja, also wir haben ganz, ganz viel Freiwilligkeit, ist bei uns ein großes Thema, finden wir auch sehr wichtig, weil wir lernen so oft verstehen, alles das, was du mit dem Antrieb machst und mit Begeisterung dabei machst oder erlebst, bleibt auch sitzen, wird verankert und bearbeitet und regt auch an, weiterzugehen. Aber natürlich haben wir auch Punkte, wie zum Beispiel, wenn eine Vorschulgruppe sich entschieden hat, die planen das ja immer mit, sie wollen den Wald und dann an dem Tag aber sagen, oh nee, heute haben wir keinen Lust, dann bleiben wir dabei. Hier, ihr habt es entschieden, wir haben es geplant, der Förster wartet auf uns. Also dass Kinder auch merken, dass so eine Nachhaltigkeit auch da ist und auch eine Verbindlichkeit. Du hast dich für was entschieden, derjenige wartet auf uns, es hat Zeit investiert, du kannst jetzt nicht einfach sagen, heute habe ich keine Lust. Ja, ich meine, durch diese Möglichkeit der Partizipation lernen die Kinder ja auch, ja, diese dialogischen Zusagen auch einzuhalten, ne? Und dann die Erwartungen des anderen auch wertzuschätzen. Ich habe mich dafür entschieden und wenn es keine großartigen anderen Dinge gibt, die das jetzt komplett in Frage stellen, darf ich auch bei meiner Entscheidung bleiben, weil andere erwarten das dann auch von mir. Ja, also das ist so ein Prinzip, was wir auf jeden Fall bei uns haben. Auch das Abstimmung lernen die Kinder bei uns, weil sie die mitorganisieren dürfen. Da lernst du auch nochmal, was bedeutet das Gemeinschaft. Natürlich sagt man dann auch, wie kannst du auch einer Gruppe gerecht werden, wo dann immer unterliegt, in Anführungszeichen. Aber da finden die hier mittlerweile echt gute Argumente, wo sie dann auch sagen, oh, ich möchte aber auch mal und nur weil ich immer der Letzte bin, kann man mich doch auch mal hören. Und dann merkst du, wie auf einmal so Sozialverhalten stattfindet und Kinder dann auch merken, oh stimmt, der hat echt immer Pech gehabt. Ja komm, dann machen wir heute mal, was du willst. Also sie können so ab und zu geben und das ist echt schön zu sehen, wie sich das hier so entwickelt. Also wir hatten vor Jahren mal einen tollen Ausflug mit den Vorschulkindern und da haben sich zwei Mädchen gestritten und dann kam der dritte Junge dazu mit so einem Satz, den wir hier ganz oft sagen und sagte so, Mädels, was könntet ihr anders machen? Und das hat eine andere Frau beobachtet und sagte so, oh mein Gott. Und dann sagte, ja, aber so klären wir halt Streite. Es wird keine Schuld zugewiesen, sondern es wird gefragt, was könnte man anders machen, damit man die Situation klärt. Ja, spannend, ne? Man lebt Psychomotorik in so einem Konzept. Ne? Ja. Bevor wir jetzt draufgehen, wie jetzt so Dinge wie Bedürfnis, Dialog, Freiwilligkeit in Corona-Zeiten gelebt werden, es ist ja spannend. Ich habe ein Bedürfnis und habe auch das Bedürfnis nach Nähe, nach Berührung, nach Rennen, nach Toben, nach Kontakt. Wie wird damit umgegangen? Aber ich habe noch eine Frage vorher. Wenn ich mir dieses Gewusel vorstelle, wie oft ruft ihr einen Krankenwagen? Also ganz ehrlich, ich bin jetzt 7 Jahre hier, wir hatten ihn 2-mal da. Weil das wird ja immer unterstellt, es passiert so viel. Nee, also das, vor allen Dingen einen Krankenwagen haben wir gerufen, weil eins unserer Kinder einfach kollabiert ist. Das hatte gesundheitliche Schwierigkeiten und da wäre also auch so der Krankenwagen gekommen. Und einmal hatten wir einen frei, wo ein Kind gestürzt ist und ist wirklich über seine eigenen Füße gefallen. Das hatte nichts mit dem offenen Konzept zu tun. Wir haben hier nicht mehr oder weniger Unfälle. Alles gut. Ja, das ist ja oft auch in der Psychomotorik. Wir sagen ja, die Kinder dürfen ausprobieren, sie dürfen Risiken eingehen, sie dürfen sich physiologisch überschätzen, was die ja auch machen in dem Alter. Ja. Und mit einer, und wir gehen ja da als Psychomotoriker mit so einer Gelassenheit dran, dass wir uns immer sagen, Kinder können sich gut einschätzen. Mit wenigen Ausnahmen, die man dann gut kennen muss, diese Menschen, diese Kinder. Und diese Erfahrung, dass ganz wenig passiert, wenn man sie ihre Erfahrung machen lässt, stützt das ja eigentlich. Ja. Also das Gute ist halt, weil auch bei uns die Jüngsten ja schon klettern dürfen. Wir arbeiten ja komplett offen, wirklich von 0 bis 6. Und gucken auch, wie weit schaffen sie das von ihrer Entwicklung her. Und wenn wir merken, oh, der hat sich überschätzt, dann begleiten wir ihn wieder zurück, dass er einfach so sein kleines Setting wieder bekommt. Aber dadurch wachsen die so langsam rein und lernen auch ganz schnell, was passt zu mir, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich. Beim Klettern helfen wir auch nicht beim Hochklettern, sondern das müssen sie sich echt erarbeiten. Und dann merkst du aber auch, dann sind die auch von der Körperspannung und der Kraftdosierung einfach ausgebildet und packen das. Und was ich auch richtig gut finde, ist, die Kinder können auch uns sehr gut einschätzen. Also wir haben Kollegen, die ganz klar sagen, du, das kann ich halte das nicht aus, wenn die da oben im Baum sind. Und dann haben wir wieder welche, die sagen, alles klar, bei mir geht es. Und die Kinder sagen dann auch, Lisa, kannst du bitte reingehen als Beispiel, hol die Petra raus, ja.
Und dann funktioniert das auch. Ja. Ja, spannend. Ich merke, du bist ganz begeistert von deiner Arbeit. Was ist jetzt in der Zeit, wo doch deutliche Einschränkungen für, auch gerade für den Kindergarten, entstanden sind? Wie stark hat das die Psychomotorik betroffen? Was hat sich verändert, wenn sich überhaupt was verändert hat, wovon ich mal ausgehe? Wie seid ihr damit umgegangen? Also erstmal, was hat sich denn was verändert und wenn ja, was? Also ich glaube, wir hatten einen Tag, wo wir alle erstmal im Team zusammengesessen haben. Wir haben gedacht, oh mein Gott, ab morgen arbeiten wir in Gruppe. Dann sind so ganz uralte Geister losgegangen. Wir müssen wieder kollektiv auf Toilette, so ungefähr. Oder, also man hat ja auch, wir als offene Arbeitsgruppe hat ja auch einen Vorteil, oder wie sagt man so schön, Vorurteile der traditionellen Arbeit gegenüber, klar. Und dann haben wir erstmal alle wieder die Panik gekriegt, oh mein Gott, wir müssen hier alle in ein Zimmer fahren. Das ging aber nur so ein oder zwei Tage. Dann haben wir gemerkt, okay, nee, stopp, wir können das anders lösen. Wir haben feste Settings gemacht, wir haben die Eltern durchtelefoniert, haben alle angerufen, haben die Tage abgefragt, wie sie welchen Bedarf benötigen. Haben mit unserem Bürgermeister zusammengesetzt, haben gesagt, außerhalb der Kita, dass wir Räumlichkeiten nutzen können. Daraufhin haben wir dann die Halle angemietet bekommen und durften jetzt jeden Tag mit den Vorschulkindern in die Turnhalle, was einfach ein Mehrgewinn war. Das haben wir gemacht. Dann haben wir innerhalb von unseren Räumlichkeiten haben wir die Funktionsräume so gelassen und die Kinder waren immer eine Woche in einem Funktionsbereich und dann haben wir weiter rotiert, sodass sie trotzdem die Möglichkeit hatten, alle Räume weiter zu nutzen. Große Herausforderung für die Kinder war, wenn halt ihre Freunde in einer anderen Gruppe gelandet sind. Und das haben wir dann halt aufgefangen, indem wir darüber geredet haben. Oder wir haben dann Briefe geschrieben, weil wir haben einen Hausaufzug, dann haben wir den halt runtergeschickt. Oder es ist ein Flugzeug nach unten geflogen und hat die Post versendet. Wenn die dann am Zaun gestanden haben, weil wir die vom Außengelände her ja auch trennen mussten, oder oh, hast du dann bei uns so gemerkt, das hat dann so im Herzen weh getan, weil die standen da wie so Art Berliner Mauer. Ich will zu meinem Freund und konnten da nicht hin. Das war schon auch für uns herzzerreißend, aber dann haben wir dann auch uns Sachen überlegt, dass wir irgendwie auch wieder Luftpost starten oder diese Art Schnitzeljagd, wo die erste Gruppe vorläuft, die zweite guckt, wo war sie denn? Wir sind unheimlich viel draußen. Also wir haben fast jeden Tag Wandertag. Wir haben dann eingeführt, dass sie einen Rucksack mitbringen, um was zu trinken. Und dann wirklich jeden Tag sind wir mit denen unterwegs. Wir haben Roller-Rädchen-Tour mit den Kindern gemacht in verschiedenen Altersgruppen. Also ich glaube, das Wichtigste ist echt, ja, irgendwie so schütteln. Okay, ist jetzt so, können wir nicht ändern. Wir machen das Beste draus. Und das haben wir getan. Und dadurch war dann auch bei uns ganz schnell wieder Entspannung da, wo wir gesagt haben, alles gut, wir kriegen das hin. Und auch die Eltern haben das zurückgemeldet. In der Zeit, wo der komplette Lockdown da war und wir ja nur die systemrelevanten Familien bedienen durften, das waren bei uns so um die 10 bis 15 Stück. Du, dann haben wir den anderen Kindern halt jeden Tag ein Video geschickt. Oder wir haben halt eine Schnitzeljagd durchs Dorf organisiert, wo sie hatten dran teilnehmen können. Also wir haben einfach versucht, so den Kontakt zu halten. Wir haben auch einmal die Woche bei den Kindern angerufen. Ja. Also ich glaube, das macht aber auch wieder die Psychomotorik aus. Du gehst mit Veränderungen einfach um und auch das ist auch das Handwerk der offenen Arbeit. Es ist halt nicht jeder Tag, wie er ist und auch nicht jedes Kind ist, wie es ist. Also musst du gucken, was du kriegst und dann machst du das Beste draus. Ja, was mir so gerade einfällt, wenn ich dich reden höre, in Bewegung setzen und was in Bewegung bleiben und wieder was in Bewegung setzen, ne? Also neue Ideen kreieren, wie du so sagst, dafür ist die Psychomotorik ja im Grunde bekannt. Na, wir haben den und den Raum, wir haben die Zeit, wir haben das und das Material und die Vorgaben und was ist da möglich? Und ich finde es spannend, dass es der Psychomotorik gelingt, an ganz vielen Stellen, egal an welchem Arbeitsplatz das ist, was vielleicht an anderen Stellen weniger gut gelingt, na, wo die Denkmodelle doch noch sehr, ja, sehr, sehr geprägt sind, sehr konservativ geprägt sind. Das klingt fast so, als hätte die Psychomotorik dauernd stattgefunden, also auch viel draußen, Ja. ne, viel in Bewegung. Gibt es was, was sich verändert hat für den Zugang zum Kind, für das Angebot, was die Psychomotorik betrifft? Also ich glaube, dadurch, dass wir vorher schon sehr nah am Kind einfach gearbeitet haben und wir hier auch ganz schnell gemerkt haben, das geht nicht, du kannst dem Kind nicht sagen, nimm Abstand und du kannst nicht zu mir kommen, hat sich da für uns nichts verändert. Das Einzige, was wir haben festgestellt, wenn Kinder solche Konsequenzen haben, wie sie zu ihrem Freund,
Das hat echt was auch mit uns gemacht, weil uns das dann so leid getan hat. Wir hätten ihnen da einfach gerne anders zugearbeitet. Das war schon heftig, weil die sich dann begrüßen, als ob sie sich ja hunderte nicht gesehen hätten am Zaun. Aber ansonsten, wir sind ganz viel weiter mit den Kindern im Austausch. Die haben die Tage mitgeplant, wenn wohin gewandert werden soll, wie wir das vorher auch gemacht haben. Ich glaube, es hat uns einfach darin bestärkt, wie wir arbeiten, auch davor. Und die Angst, die wir hatten, diese 2 Tage, oh mein Gott, wir müssen alle wieder in ein Zimmer, die war weg und die ist auch weg. Also wir dürfen jetzt ab 1.8. wieder offen arbeiten und es sind auch alle Kinder wieder da, weil wir wieder in den Reha-Bereich kommen und wir freuen uns alle drauf, aber wir haben jetzt auch keine Bedenken, dass das schlimmer wird oder schlechter wird, weil wir, also wir sagen alle, wir sind sehr entspannt durch Corona, toll, toll, toll durchgekommen, wir hatten super Elternzusammenarbeit, die uns auch sehr den Rücken gestärkt haben und uns auch unterstützt haben, wenn wir angerufen haben, hier, du, so und so funktioniert es nicht, dann haben die mit den Tagen mit uns geguckt. Also ich glaube, es war ein gutes Miteinander und das nehme ich jetzt vielleicht noch mit. Hast du so konkret ein paar Tipps für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, egal ob sie im offenen oder in anderen Konzepten arbeiten, mit den Kindern weiter in Bewegung bleiben wollen und möchten, obwohl vielleicht manchmal Vorgaben da sind, dass die Halle nicht zu benutzen ist? Du hast gesagt, ihr seid viel rausgegangen. Du hast was von Schnitzeljagd gesagt. Wie ging denn das mit der Schnitzeljagd? Also du kannst es in verschiedenen Modellen machen. Es gibt einmal die Möglichkeit, gerade wenn man so mit größeren zusammenarbeitet, kannst du das digital spielen, übers Handy, dass die eine Kollegin immer wieder einen Standort absetzt und das kannst du ja über... Ich mache gerade mein Fenster zu, da sind Bauarbeiten. So. Du hast halt den Vorteil, dass sie dann einen Standort setzen kann über WhatsApp und die zweite Kollegin kann dann gucken, wo der ist und dann muss man halt diesen Weg finden. Da hast du die Hortkinder schon mal direkt. Das ist eine super Aktion, was wir bei uns gemacht haben. Wir haben das mit Kreide gemacht, haben dann auch vorher schon überlegt, verschiedene Aufgaben an den Stationen und dort konnten die Kinder dann Aufgaben bewältigen, wie zum Beispiel eine Station war, da haben sie 4 Puzzleteile gehabt und mussten rauskriegen, was an dem Puzzle war, mussten es aufschreiben. Und dann konnten wir später gucken, ob es geklappt hat. Was auch immer funktioniert, wenn die Kinder Rätsel stellen an den verschiedenen Stationen und die anderen müssen die Lösung für finden. Das ging dann auch immer ganz gut. Ja, oder dass es zum Beispiel hieß, renn so schnell wie ein Gepard, schreib deine Zeiten auf. Die nächste Station war dann, wie langsam ist eine Schnecke, versuch's doch mal. Und dann hast du die Kinder ja auch wieder in die Bewegung reingebracht. Genau. Ja, das sind die Dinge, die super klappen. Was auch ganz spannend ist, wenn du mit den 3- und 4-Jährigen unterwegs bist, wir haben eine Roller-Rädchen-Tour gemacht, weil die können alle noch nicht so wirklich Fahrrad fahren oder viele von denen nicht. Und es war total spannend, mit denen dann mit Roller und Rädchen unterwegs zu sein. Ja, und wie da die Bewegungsabläufe stattfinden. Und Achtung, wir fahren in der Gruppe. Es kann jetzt nicht jeder vorne wegrasen. War super. Ja, genau. Ja, da hört man ländlicher Bereich, ne? Ist vielleicht leichter, so eine Rädchentour zu machen als mitten in der Großstadt. Ich bin aber davon überzeugt, dass das auch da geht, sich zu überlegen, wo das kann man. Das glaube ich auch. Ne? Man muss ja halt einfach dann in der Großstadt, ich meine, da gibt es Parkanlagen. Da muss man sich halt, ja, man muss sich vielleicht Gedanken drüber machen, was gibt meine Stadt gerade her? Da kannst du auch Spiele mit den Kindern spielen. Oder was auch eine Möglichkeit ist, dass man einkaufen geht gemeinsam und sagt, soll ich heute backen wir einen Kuchen? Das haben wir auch gemacht. Und das kannst du auch in der Stadt schon machen, ja, dass man einkaufen geht, die eine Kollegin wartet mit den anderen Kindern draußen, die Kollegin holt die Zutaten, dann läuft man wieder zurück und backt einen Kuchen, ja. Und schon hast du auch wieder Bewegung und Dynamik drin, wo man mal draußen war. Warum nicht? Oder wir haben zum Beispiel, am Anfang wurde Post bei uns ganz oft verteilt, oder wir haben die Osterbriefe mit den Kindern zusammen verteilt. Die waren so stolz, weil sie bei ihren Freunden Post abliefern durften. Also auch das sind Sachen, überall die Kinder mit einbeziehen. Und in der Stadt hast du es ja auch oft regional gebunden oder bezirksgebunden, dass man da auch gucken kann, was man machen kann. Oder wenn man weiß, dass ein Altenheim in der Nähe ist und die keinen Besuch kriegen können, dann kann man denen doch auch vielleicht was Kleines vorbeibringen. Hauptsache, die Kinder merken, sie sind ein Teil in dem System, sie werden gebraucht. Das hat denen hier unheimlich viel geholfen, dass sie nicht mehr so das Gefühl hatten, sie sind nur diejenigen, die nirgendwo hin dürfen, sondern die wurden auf einmal so mit einbezogen. Und dann waren die Feuer und Flamme und waren total dabei.
Ja, wir sprechen ja in der Psychomotorik, aber auch natürlich in den Bildungen, in den wie nennt man das denn, in den Bildungsvorgaben der Länder immer von Kompetenzen. Ne, und was du so sagst, da ploppt bei mir auf, da lernen die Kinder emotionale und soziale Kompetenz, Sprachkompetenz, wenn man sich überlegen muss, was möchte ich denn jemandem sagen, mitteilen oder im Bild transportieren, aber so auch was, was so direkt auf die Bewegung und den Körper einwirkt, sich draußen zu bewegen, ne? Also motorische Kompetenzen, aber auch Raumorientierung vielleicht in der Stadt, ne? Wie Genau, lerne ich denn mal meine Umgebung kennen? Gemeinschaft hast du ganz groß noch mit drinne. Ja, dieses soziale Verfüge. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass Kinder in der Zeit von Corona gemerkt haben, sie sind ein Teil von der Gemeinschaft. Und es wird nicht nur über sie entschieden oder über sie geredet, sondern sie haben einen Anteil daran und können auch was bewirken. Also sie haben sich über die Videos so doll gefreut und haben ganz oft auch Videos zurückgeschickt, weil sie halt das Bedürfnis hatten, hallo, ich bin auch da und ich kann auch was. Ja. Ja, und so ganz zum Schluss würde mich natürlich auch interessieren, hast du auch noch Tipps für, es wird ja ein bisschen weitergehen, auch mit der Vorsicht. Du hast zwar gesagt, bei euch ist das offene Konzept, wird startet wieder. Bei uns in Hessen, in unserer Kita, ist das offene Konzept jetzt auch vor den Ferien schon die letzten 2 Wochen wieder angelaufen. Nichtsdestotrotz wird es ja trotzdem weiter Regeln geben, die uns erstmal begleiten. Hast du da so Ideen für, auch für den Raum, was die Psychomotorik betrifft? Ihr habt ja einen schönen Raum, ich sperre den, ich zeig den gerade mal, weil ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen Stolz mit dabei. Also das, was Was wir kann hatten, man. ist die Turnhalle, die wir nutzen durften. Da waren wir auch total happy. Genau. Was könnt ihr im Raum, was würdest du sagen, was dürfen die Kolleginnen sich und Kollegen sich trauen, auch im Raum mit den Kindern in Bewegung anzubieten oder worauf müssten sie auch achten? Also ich glaube, das ist das, was wir hier ganz viel mitgenommen haben. Biete das an, was du dir selber auch zutraust, weil bei dem einen oder anderen Erzieher hast du einfach mehr Ängste oder mehr Bedenken und das sollte man trotzdem ernst nehmen. Das haben wir ja auch. Und wenn man das zum Beispiel nicht hat, ist es auch nicht schlimm, dann kann man sich auch trauen, Sachen aufzubauen mit größeren Abständen oder Höhe oder Tiefe oder was zum Krabbeln oder was zum Kuscheln, solange man das selber aushalten kann. Also ich glaube, Corona hat uns ganz, ganz viel auch wieder an den Punkt gebracht, was kann ich selber mir zutrauen, was schaffen meine Ängste und was schaffen sie vielleicht halt auch nicht. Und das ist auch okay. Ich bin da noch mal ein bisschen hartnäckig. Alles gut? Gibt es was, was du verändern würdest? Also wenn man jetzt so hier den Aufbau sieht, also mal so ganz banal, würdest du raten, mit weniger Kindern zum Beispiel in diesen Zeiten in die Halle zu gehen, damit Abstände besser eingehalten werden können? Würdest du dazu raten, weniger Fangspiele zu spielen? Oder was hat sich so deiner Meinung nach auch gerade für den Kita-Bereich, vielleicht auch für die Grundschule, als trotzdem machbar erwiesen? Also wir haben jetzt im Moment die Halle nutzen wir mit 15 Kindern. Das ist eine gute Zahl für uns gewesen. Das war gut handelbar, die konntest du auch gut überschauen und auch der Abstand war dadurch einfach gegeben, weil die Halle groß genug war. Was wir im Moment nicht gemacht haben, sind zum Beispiel so Sachen wie Knete, Rasierschaum oder sowas, was wir vorher auch immer mal wieder angeboten haben. Das lassen wir im Moment einfach wegen der Bakteriengeschichte. Aber ansonsten Fangspiele oder Verstecken findet weiter bei uns einfach statt, weil wir es wichtig finden und es ergibt sich auch wieder bei den Kindern. Aber auch hier merkst du, dass die Kinder auch schon sagen, du, ich möchte ein bisschen Abstand. Oder die haben das ja auch mitbekommen, dass das ein Thema gewesen ist. Die gehen genauso Hände waschen. Also wenn wir einen Raum betreten, desinfizieren wir die Hände. Die erinnern sich gegenseitig dran, hast du Hände gewaschen? Hast du, also das ist einfach, glaube ich, so bei uns in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, Sicherheit man sich wenn selbst. ich mir hier die den Aufbau angucke, Ja. verzichtet ihr auf bestimmte Materialien im Moment? In der Turnhalle nein. Also ihr nehmt auch Stoffmaterialien oder Genau. okay. Die werden mitgenommen und die tun wir einfach abends an die Waschmaschine. Ja, unser Schwungtuch wird dann einfach, das lüften wir dann. Das ist dann auch eine gute Lösung. Da hast du dann auch kein Problem mit. Genau. Ja, spannend. Ich gehe auch mal davon aus, dass ihr keine Masken tragt als Genau. Erzieher, als Begleiter. Ja, spannende Ja, Zeit. die Eltern dürfen im Moment nicht in die Einrichtung rein. Das wird auch erstmal so bleiben, außer bei den Eingewöhnungen. Aber auch da, also das kann ich den Kollegen einfach nur mitgeben.
geht ganz viel mit denen in Austausch. Es lohnt sich auch, eine Familie mal anzurufen. Wir haben zum Beispiel Elternabschlussgespräch dieses Jahr im Garten gemacht, ja, und haben die dann so stundenweise getaktet. Ich glaube einfach, das ist jetzt echt so unsere Zeit, wo wir Erzieher wieder mal zeigen oder auch weiter zeigen können, wie flexibel und wie einfallsreich wir einfach auch sind. Und geht in den kollegialen Austausch, wenn man selber keine Ideen hat, fragt andere. Also ich mache ich auch. Ich mache ganz viel im Netz nach oder bin mit anderen Erziehern im Austausch, wo ich mir einfach Tipps hole, wo ich dann denke, oh ja, stimmt, das könntest du auch noch machen. Was ich bei den Kindern auch mache. Ja, Christine, vielen Dank. Das ist ja echt nochmal so ein wunderbares Plädoyer und vielleicht ist das auch so eine Ressource aus dieser Zeit, dass wir wieder lernen, miteinander viel mehr in den Austausch zu gehen, uns abzustimmen, zu hören, was der andere braucht. Ob das jetzt Eltern, Kollegen, Kinder sind, nochmal ein bisschen genauer auf die Bedürfnisse zu schauen. Natürlich auch auf unsere eigenen. Ja. Ja, und ich finde es spannend. Und total klasse, dass du dich dafür bereit erklärt hast, aus deiner täglichen Arbeit was zu erzählen. Und das kann man auch bei uns in der Akademie an der einen oder anderen Stelle natürlich vertiefen. Ne? Es gibt viele Fortbildungen in dem Bereich, auch Fortbildungen, die bei euch im Haus stattfinden werden. Genau. Anfang nächsten Jahres zum Beispiel etwas über Kinder unter 3. Und wenn Ja. uns dieses Thema da noch begleitet, wird das sicherlich auch etwas sein, was da auch den Einklang findet. Also gerne mal auf unserer Homepage gucken. Auf jeden Fall, ich habe Da, ja auch noch eine Fortbildung zum Thema offene Arbeit und Psychomotorik im Herbst. Also ich würde mich auch freuen. ja, Ja. wunderbar, genau. Das ist auch noch, also fühlt alle, die uns jetzt zuhören, fühlt euch eingeladen, guckt auf unsere Homepage. Und dir, Christine, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live wiedersehen. Ja, würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir. Gerne, Tschüss. tschüss.